Ich kann euch den Giant Pumpkin auch einmal zeigen, weil ich darüber noch was loswerden möchte in der Fantasy World. Oh, Fantasy World ist immer schwer, Sachen zu finden. Weil die können überall auf jeder dieser Inseln sein. Hier ist er nicht, da ist er nicht. Jetzt müssen wir durch alle Portale durch, um ihn zu finden. Mal die Leute suchen jetzt. Wir gehen hier rein. Kein Giant Pumpkin. Wir gehen zurück. Wir gehen hier rein. Und kein Giant Pumpkin. Wir gehen zurück. Und wir gehen hier hin. Und kein Giant Pumpkin. Und wir gehen wieder zurück. Und wir gehen hier hin. Auch kein Giant Pumpkin, oder? Nein, die steht da einfach nur so. Wir gehen wieder zurück. Dann gehen wir noch hier hin. Und hier ist der Giant Pumpkin. Und wenn man den Giant Pumpkin abbaut, erstens dauert das eine Weile, den abzubauen. Also es dauert länger, den abzubauen, als wenn man jetzt die Grand Heaven Chest abbaut. Und am Ende kriegt man höchstens ein bisschen mehr als die Grand Heaven Chest. Jetzt habe ich über 50.000 bekommen. Also 50.000. Jetzt nochmal 40.000. Also sagen wir 100.000 haben wir jetzt bekommen. Und wenn wir ihn jetzt komplett abbauen, dann kriegen wir darauf nochmal 100.000. Das heißt, in der Summe haben wir ein bisschen mehr als 200.000 bekommen. Und da können wir stattdessen auch einfach zur Grand Heaven Chest gehen. Die einmal abbauen. Das geht viel schneller. Seht ihr? Drut, 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 drut. Abgebaut. Und ich habe auch 200.000 bekommen. Und die Kiste ist direkt wieder da. Also lohnt es sich überhaupt nicht, den Pumpkin abzubauen. Weil der Pumpkin, der kommt nur einmal alle 300 Jahre. Und dann musst du den auch noch suchen. Stattdessen kann man hier neben der Grand Heaven Chest stehen. Die abbauen, die ganze Zeit immer wieder neu abbauen, kriegt immer über 200.000. Manchmal kriegt man weniger, aber dafür kriegt man manchmal auch einfach 400.000. Also